Evonik. Kraft für Neues. Bei dem CAT 323F Z-Line handelt es sich um einen mit Akku betriebenen vollelektrischen Bagger, der keinen Dieselmotor mehr hat, der also voll mit Strom funktioniert, wo Sie während des Betriebs lediglich noch die Geräusche der Hydraulik hören, aber ansonsten nichts mehr und der auch keinerlei Abgase erzeugt. Die Maschine wurde nicht von Caterpillar gebaut, sondern von dem norwegischen Caterpillar-Händler Pon und wird hier von uns auch in Deutschland angeboten. Sie hat eine Leistung von etwa 120 kW, hat ein Einsatzgewicht von rund 25 Tonnen, bietet genau genommen, ich sag mal so, das gleiche Leistungsspektrum wie die parallele existierende mit Diesel angetriebene Maschine, verfügt aber über eine wesentlich höhere Durchzugskraft. Das ist ja bekannt bei Elektromotoren, dass sie aus dem Stand heraus sehr viel Leistung bieten. Und das ist auch bei der Maschine sehr typisch. Die zieht richtig brutal an. Und das ist natürlich eine feine Sache. Auf der anderen Seite eine sehr umweltfreundliche Maschine. Kein Lärm, keine Abgase. Sehr leistungsstarke Maschine. Hält mit den Akkus jetzt, ich sag mal so einen halben Tag, vielleicht auch noch ein bisschen länger durch. Je nach Einsatz, wenn Sie leicht einsetzen, auch eventuell eine ganze Schicht. Interessant auch die Akkus. Die Akkus gehorchen dem mehrfachen Automobilsicherheitsstandard für Rüttel- und Stoßfestigkeit. Das ist ja bei Baggern ein großes Problem. Da wird immer stark gerüttelt und geschüttelt und die Akkus müssen das aushalten. Die dürfen nicht irgendwie einen Kurzschluss kriegen und womöglich sogar in Brand geraten. Und deswegen haben wir hier sehr, sehr hochwertige Akkus verbaut, die im Prinzip dann die Maschine sicher im Einsatz machen.